Hallo, ich bin heute beim Rio, beim Kia Rio, aber nicht in Rio de Janeiro, sondern bei der gleichnamigen Christo-Statue in Lissabon. Der Kia Rio in der vierten Generation entwickelt die Linienführung des Vorgängers behutsam weiter. Der Rio streckt sich minimal und wird geringfügig flacher. Die sportlichen Linien werden betont. Die bewährten Vorgängermotorisierungen werden optimiert und durch eine sportliche 1 Liter Dreizylinder-Version mit 100 bzw. 120 PS ergänzt, die den Rio bis auf eine Geschwindigkeit von 190 km/h beflügelt. Diese TGDI-Maschine gehört zu der Generation der topaktuellen turbounterstützten Benzinern, die ein für diesen Hubraum ungeahntes Drehmoment verfügen und den ca. 1100 Kilo leichten Rio sehr dynamisch bewegen lässt. Alternativ ist man natürlich besonders sparsam auch mit der 1,4 Liter CRDI-Dieselmaschine unterwegs, die es zumindest international sowohl mit 77 als auch 90 PS gibt. Der neue Kia Rio wird in den Ausführungen Attract, Edition 7, Spirit und der neuen Top-Version Platinum Edition angeboten. Bereits die Einstiegsversion beinhaltet unter anderem ein Audiosystem, Bordcomputer, Dämmerungssensor, elektrisch einstellbare Außenspiegel und das Start-Stopp-System. Ab der Ausführung Spirit, ansonsten optional, verfügt der Rio über einen autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, der innerörtliche Auffahrunfälle vermeidet oder zumindest deren Folge drastisch reduziert. Voll ausgestattet präsentiert sich das neue Modell in der Platinum Edition. Deren Serienumfang reicht vom elektrischen Glasschiebedach, Klimaautomatik und Sitzbezügen in hochwertiger Ledernachbildung bis zum Smart Key, Aluminium Sportpedalen und 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Standard ist in der Top-Version zudem die neue 7 Zoll Kartennavigation, die neben dem Multimedia-Dienst Kia Connected Services auch die Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay sowie digitalen Radioempfang beinhaltet.